Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank, liebe Britta, für die netten und herzlichen Worte. Zurück zu unserem Thema heute. Ich finde, wir sollten uns hier, nicht nur weil es die letzte Debatte zu dem Thema in dieser Legislatur ist, im Klein-Klein verzetteln, wer wann wem was versprochen hat oder nicht. Wichtig ist, dass direkt zu Beginn der nächsten Legislatur ein neues Kindergartengesetz angepackt hat von denen, die hier Verantwortung haben. Das ist dann wesentlich und das muss sofort gemacht werden. Wir haben als Grüne Fraktion, das kann ich sagen, sowohl mit den Spitzenverbänden als auch mit allen Akteuren im Feld, mit den Erzieherinnen, mit den Eltern intensive Gespräche geführt und wir nehmen folgenden Auftrag mit. Erstens, das Kind und seine Bedürfnisse müssen in den Mittelpunkt aller Überlegungen stehen. Zweitens, wir müssen eine nachhaltige, transparente und auskömmliche Finanzierung der Kitas sicherstellen. Das scheint optimal aus einer Mischung, aus einer Subjekt-Objekt-Finanzierungsstruktur gewährleistet zu sein. Das heißt, eine Sockelfinanzierung, auf der jeweils Sondertatbestände aufgesetzt werden. Drittens, und das ist uns besonders wichtig, wir brauchen eine klar definierte und verbesserte Fachkraft-Kind-Relation, um die Qualität der Betreuung in den Einrichtungen kindgerecht zu gewährleisten. Bindung, und das ist so wichtig, weil Bindung jede Grundvoraussetzung für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ist. Erst wenn die Kinder verlässliche Beziehungen haben und gut gebunden sind, können sie sich der Welt und damit auch den Lerninhalten öffnen. Und Grundlage dafür ist es deswegen auch, den Trägern Planungssicherheit zu geben, um Festanstellungen zu ermöglichen. Wir brauchen sichere Beschäftigungsverhältnisse und damit langfristige Arbeitsverträge in unseren Kindergärten, damit diese Bindungsmöglichkeit zwischen Erzieherinnen und Kindern gegeben ist. Viertens, und das ist die große Herausforderung der Zukunft, diejenigen Kinder mitzunehmen, deren Eltern nur ein schmales Portemonnaie haben, die nicht mit ihnen ins Museum oder ins Kindertheater gehen können. Das heißt, wir brauchen mehr Chancengerechtigkeit in der frühen Bildung. Und dafür ist zwingende Voraussetzung, gute Standards überall in unserem Land zu schaffen. Und wenn man das will, dann muss man sehr kritisch mit dem Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände sein, der jetzt gerade veröffentlicht wurde, nämlich alles, was über eine Betreuungszeit von 25 Stunden hinausgeht, der Ausgestaltung der Kommunen vor Ort zu überlassen. Mit so einem Modell vergrößern wir die Armutsunterschiede innerhalb der Kommunen, statt sie zu verringern. Und das kann niemand von uns wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. All denjenigen, die in Zukunft für das neue Gesetz verantwortlich sind, möchte ich gerne mitgeben. Bitte lassen Sie nicht zu, dass Kitas zu Serviceeinrichtungen für den Arbeitsmarkt werden. Alle Forderungen nach Flexibilisierung der Öffnungszeiten müssen wir am Wohl der Kinder ausrichten und nicht an dem Bedarf des Arbeitsmarktes und von Arbeitgebern. Wir müssen uns tatsächlich fragen, ob es kindgerecht ist und ob es den Bedürfnissen der Kinder entspricht, wenn es Betreuungszeiten bis spät in den Abend hinein oder gar am Wochenende und über Nacht geben soll. An dieser Stelle geht es wirklich um die Bedürfnisse der Kinder und nicht um andere und schon gar nicht um die Bedürfnisse der Wirtschaft. Weil wir dürfen nicht alle Lebensbereiche den Gesetzen der Ökonomie unterwerfen, schon gar nicht das Familienleben und schon gar nicht den Alltag der Kinder. Meine Damen und Herren, Kindheit ist nicht nachholbar, das wissen wir. Wir müssen ihnen jetzt geben, was sie brauchen. Unsere Zeit, unsere Zuwendung, Schutz und Raum zur Entfaltung. Und dazu gehören natürlich auch die notwendigen finanziellen Ressourcen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei ganz vielen sehr herzlich bedanken. Für mich gehen jetzt 12 Jahre hier im Landtag als Abgeordnete zu Ende. Der erste Gang geht an all diejenigen, die dafür sorgen, dass wir wirklich eine gut aufgestellte Kindertagesbetreuung und eine gut aufgestellte frühe Bildung in Nordrhein-Westfalen haben. Das sind die Erzieherinnen und Erzieher, das sind die Träger, das sind die Kirchen und das sind die vielen, die ehrenamtlich in diesem Bereich tätig sind, in Elterninitiativen, in Elternbeiräten.
Ich möchte mich bedanken für die gute Kooperation und Fachgespräche, die wir immer wieder im Ausschuss bei den Anhörungen und in vielen Gesprächen bekommen haben. Und natürlich möchte ich mich auch bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen des Fachausschusses. Es war, Britta Altenkamp hat es eben gesagt, nicht immer leicht. Aber dennoch, ich glaube, wir haben es geschafft, uns auf der menschlichen Ebene immer wieder zu begegnen. Lieber Bernhard Hin-Humberg, du wirst ausscheiden, genauso wie ich. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, bleib gesund. Und ich hoffe auch, dass wir uns hin und wieder in dem Feld begegnen. Alles, alles Gute dir. Auch Walter Kern, wer weiß, was kommt. Aber es war oft eine harte Auseinandersetzung. Wir haben uns wenig geschont. Aber dennoch glaube ich, die menschliche Ebene ist da und von daher alles Gute. Ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen des AK4 der SPD-Fraktion. Wir haben intensiv zusammengearbeitet. Wolfgang Jörg, liebe Britta, auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir haben viel geschafft, wir haben viel erreicht gemeinsam für die frühe Bildung in Nordrhein-Westfalen und für das gute Miteinander sage ich ganz herzliches Dankeschön. Ja, und last but not least, einen ganz herzlichen Dank an das Fachministerium, liebe Christina Kampmann, lieber Bernd Neuendorf, lieber Manfred Wallhorn. Ich kann jetzt nicht alle nennen, aber ich möchte mich bedanken für hohe Fachlichkeit, für sehr gutes Miteinander, ja für freundschaftliches Miteinander, für freundschaftliche Kooperation. Und auch dafür, dass wir so viel geleistet haben miteinander, ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Ich habe ganz zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, 12 Jahre hier im Landtag, ich habe es immer als Privileg empfunden, als Abgeordnete zu arbeiten, im größten Landtag Deutschlands. Es war eine arbeitsreiche, aber auch eine sehr bereichernde Zeit. Und ich bin dankbar für diese Zeit. Und ich wünsche dem zukünftigen Landtag alles Gute, allen, die hier arbeiten. Und ich hoffe, wir sehen uns alle hin und wieder zu den verschiedensten Gelegenheiten. Einmal wieder. Tschüss, machen Sie es gut. Vielen Dank, Frau Kollegin Asch, nicht nur für Ihre Rede, sondern im Namen des gesamten Hohen Hauses herzlichen Dank für die engagierte politische Arbeit, die Sie im Interesse unseres Landes Nordrhein-Westfalen hier in den zurückliegenden 12 Jahren im Landtag geleistet haben. Herzlichen Dank und Ihnen persönlich alles, alles Gute.